ganz herzlich willkommen zum Female Power Podcast. Der Podcast, der Powerfrauen auf den Gipfel ihres Potenzials bringt. Mein Name ist Tanja Kunz, ich bin Frauen-Empowerment Coach und mentale Bergführerin und ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Der Podcast findet das erste Mal in einer etwas anderen Form statt, und zwar nehme ich ihn zum ersten Mal einfach nur auf, ohne Video dazu. Es wird in den nächsten paar Wochen noch einige weitere Veränderungen des Podcasts geben, also sei gespannt, es wird zu deinen Gunsten sein. Und was ich dir jetzt auch schon sagen kann, ist, dass du die Möglichkeit hast, einen Platz in der Female Power Community zu gewinnen für die nächsten 6 Monate. Alles, was du dafür tun musst, ist mir eine Bewertung für den Podcast schreiben und mir dann einen Printscreen zu schicken. Und in der Female Power Community haben wir monatliche Calls, Gruppencalls mit meinen Kundinnen und die Facebook-Gruppe, wo ihr euch selbst gegenseitig unterstützen könnt, wo ihr auch den Input oder den Support von mir habt. Wenn dich das alles interessiert, dann wie gesagt, mach eine Bewertung des Podcasts und schick mir einen Printscreen davon. Ich würde mich unglaublich freuen. Und jetzt geht's los mit dem neuen Thema, das ich für dich vorbereitet habe. Und zwar geht es da um die Selbstliebe, dein Schlüssel zu so viel mehr in deinem Leben. Und vor allem geht es um die Beziehung zu dir selbst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Vergnügen. Ganz herzlich willkommen zu dieser heutigen neuen Folge zum Thema Selbstliebe und der Beziehung zu dir selbst. Ich selbst sehe es als so ein wichtiger Schlüssel zu so viel mehr in deinem Leben. Weil die Beziehung zu uns selbst ist die wohl wichtigste, die wir je in unserem Leben führen werden. Und trotzdem sehe ich es immer und immer und immer wieder, dass wir selbst die größten Kritiker von uns sind und uns selbst so viel auf unseren eigenen Füßen rumstehen und uns selbst Steine in den Weg legen. Ich habe dieses Thema gewählt aus 2 Gründen. Einerseits, weil ich momentan bei mir selbst merke, dass es einige Veränderungen bei mir in meinem Business gibt, wo ich auch wieder im Umgang mit mir selbst einfach sehr achtsam sein darf, wirklich mich selbst da auch durch diesen Veränderungsprozess führen darf, mit ganz viel Respekt und Selbstliebe, weil ja, auch Veränderung geht nicht an mir spurlos vorbei, sondern es macht etwas mit mir, es bewegt etwas in mir. Und zum anderen ist es dieses Thema einfach immer und immer auch wieder aufgekommen in den letzten Coachings, die ich geführt habe oder auch in der Gruppe des Chicken Get Wings Programms, das gerade läuft. Ich merke einfach, es ist ein Thema, das beschäftigt, und ich glaube, ganz viele Themen in deinem Leben werden so viel einfacher, wenn du die Beziehung zu dir selbst veränderst. Weil wir sprechen ganz oft mit uns selbst so, wie wir es mit niemandem sonst tun würden. Nicht mit unseren Freunden und nicht mal mit unseren Feinden. Und schau da mal bei dir genauer hin. Wie sprichst du eigentlich mit dir selbst? Wie gehst du mit dir selbst um? Und ich möchte dir heute in dieser Folge so ein paar Denkanstöße geben, wie du einen besseren Umgang mit dir selbst findest, wie du vielleicht auch manchmal die Stopp-Reißleine ziehen kannst, wenn du vielleicht so mit dir umgehst, wie gesagt, wie du mit niemand anderem umgehen würdest. Und ja, wie du wirklich einen liebevolleren Umgang mit dir selbst pflegst und dadurch dann auch andere Resultate im Außen hast. Die Beziehung zu uns selbst ist die Grundlage für alle anderen Beziehungen, die wir im Außen haben. So wie du mit dir selbst umgehst, das spiegelt sich in den Beziehungen, die du im Außen führen wirst. Und wenn du da einfach auch schon dich selbst ganz oft kritisierst,
dekonstruktiv über dich, über dein Leben denkst, dann wird sich das irgendwo auch in deinen Resultaten, in deinen Beziehungen, in der Kommunikation mit anderen wieder zeigen. Das Coole daran ist aber auch, du hast zu jeder Zeit die Möglichkeit, deine eigenen Gedankenmuster zu verändern. Wirklich das zu verändern, so wie du über dich denkst. Und ich habe ziemlich am Anfang meiner Selbstständigkeit mal einen Post gemacht übers Schminken. Ganz oft stehen wir vor dem Spiegel, schminken uns und ja, schauen eigentlich, dass wir nach außen so dieses irgendwo, ich sag's mal etwas überspitzt gesagt, auch so etwas dieses perfekte Bild wiedergeben können. Und aber wir schauen uns nicht wirklich im Spiegel an. Wir nehmen uns nicht wirklich die Zeit, uns selbst mal wirklich in die Augen zu blicken und uns zu fragen, hey, wie geht's mir denn eigentlich? Wie fühle ich mich eigentlich? Und ist es mir eigentlich gerade danach auch so dieses vielleicht Make-up auch nach innen aufzutragen, damit du ja, so durch die Welt gehen kannst. Wie gesagt, du hast die Möglichkeit, die Grundüberzeugung über dich selbst zu verändern. Und das, ich glaube, das ist so die wichtigste Botschaft in diesem Podcast. Du hast immer die Wahl, wie du über dich denken willst. Und wenn du anders anfängst, über dich selbst zu denken, wirst du auch anfangen, dich plötzlich wohler mit und in dir selbst zu fühlen. Und das wiederum verändert auch wieder die Resultate, die du im Außen hast. Ich habe mal kurz noch bei Wikipedia nachgeschaut, was denn eigentlich Selbstliebe heißt oder wie Selbstliebe definiert wird. Selbstliebe, auch Eigenliebe, bezeichnet die allumfassende Annahme seiner selbst in Form einer uneingeschränkten Liebe zu sich selbst. Und ich glaube, wir haben am Ende des Tages gar keine andere Wahl, als uns einfach allumfassend anzunehmen. Wieso machen wir uns dann das Leben so verdammt schwer, indem dass wir uns selbst auch so kritisieren für das, wie wir sind, für das, wie wir durchs Leben gehen. Anstatt einfach von Anfang an zu sagen, ja, okay, ich bin so und ich nehme mich dem an, wie ich bin. Ganz kürzlich hatte ich zum Beispiel mal eine Kundin, die hat zu mir gesagt, es kommt mir falsch vor, nicht zu mir selbst zu sein. Es kommt mir falsch vor, nicht zu mir selbst zu sein. Wenn du das, und ich glaube, wir alle haben das mal über uns selbst gedacht, aber nur um das mal auch zu widerspiegeln, was das heißt eigentlich, du, die Person, die dir selbst am nächsten ist, sieht es nicht als richtig an, nicht zu dir selbst zu sein. Und ich glaube, es macht so viel mit uns, wenn wir mit uns selbst ständig in diesem Kampf sind, in diesem Verteidigungsmodus auch vielfach, auch so eine Schutzmauer irgendwo vor uns aufziehen und da von dieser Mauer dann auch vielleicht teilweise runterschießen auf andere, die vielleicht es manchmal einfach nur gut mit uns meinen. Und ich habe mich dann auch gefragt, ja, was ist denn auch so das Endziel von dieser Folge? Also was hilft es dir auch, wenn du wirklich liebevoller mit dir selbst umgehst? Und ich glaube, so das Endziel, was wir doch irgendwo alle haben oder haben sollten, ist Freude und Spaß an dir selbst und deinem Leben zu haben, damit es dir gut geht, damit du dich
gut fühlst. Klar, es ist nicht jeder Tag gleich, das ist auch total okay, aber so der Grundvibe ist positiv dir selbst gegenüber, damit du mehr von deinem Leben hast, mehr getraust, sich zu sein und so irgendwo auch allen anderen die Möglichkeit gibst, zu sehen, wie es ist, wenn man sich wohl in sich selbst fühlt. Und irgendwo, ja, auch so diese Mutation zu deinem eigenen größten Fan zu werden. Dich selbst so annehmen, dich so nehmen, wie du bist, mit Haut und Haaren. Und ich glaube, das ist eine dieser Veränderungen, die hat bei mir selbst so unglaublich viel ausgelöst. Ich war mir dem allem, ehrlich gesagt, gar nicht wirklich bewusst. Ich wusste zwar, ja, ich führe manchmal diese Gespräche, aber bis zu dem Moment, wo ich selbst mal einen Podcast über das Thema Selbstliebe gehört habe, war mir überhaupt auch gar nicht bewusst, dass das nicht das Normal ist, wie man mit sich selbst umgehen kann. Also ich habe es bis dahin, bis zu dem Moment, wo ich mit dem Thema überhaupt mal selbst in Verbindung kam, als ganz normal und richtig erachtet, dass man sich selbst manchmal eben auch fertig macht oder sich selbst Dinge sagt, die man nie einem anderen Menschen sagen möchte. Und darum erachte ich es irgendwo jetzt auch so als meine Aufgabe, dir selbst zu sagen, es ist nicht normal. Du kannst das Normal neu definieren. Und du kannst auch für dich neu definieren, dass ab sofort du mit dir so umgehen wirst, wie mit deiner besten Freundin und nicht wie mit deinem größten Feind. Solange du auch selbst mit dir nicht zufrieden bist, ist es für andere unfassbar schwer, mit dir zufrieden zu sein. Weil das strahlst du ja aus. Du strahlst ja irgendwo so diese permanente Unzufriedenheit mit dir selbst auch aus. Und da haben andere ja irgendwo auch immer so das Gefühl, ja, da müsste doch noch mehr sein. Was fehlt ihr denn, wenn sie nicht glücklich und zufrieden ist mit ihr selbst? Und solange du dir selbst auch nicht das gibst, was du verdienst, solange werden dir das auch andere nicht geben. Und solange wirst du im Außen nach etwas suchen und es nicht finden. Also, darum hier die Frage. Überleg dir mal für dich, wie denkst du über dich selbst? Was glaubst du ist deine Wahrheit über dich selbst? Wie siehst du dich? Und ich glaube, es kommt so etwas davon, dass wir irgendwann eine Überzeugung in uns selbst entwickelt haben über uns und wir die dann einfach nie mehr wieder hinterfragt haben. Wir da einfach irgendwo so diesen Stempel uns selbst gegeben haben, so bin ich halt eben. Vielleicht ist das irgendwie eine Bewertung von anderen, die du mal gehört hast. Vielleicht wurde dir das so beigebracht, über dich zu denken. Aber dementsprechend sprechen wir dann auch mit uns und gehen mit uns um. Ich glaube, so der erste Schritt, da auch wirklich weiterzukommen, ist wirklich mal so diese Außenperspektive auch einzunehmen und ehrlich zu dir selbst zu sein und mal wirklich auch hinzuschauen, ja, wie spreche ich denn überhaupt mit mir? Und was könnte ich denn überhaupt verändern, damit ich mich überhaupt so annehmen und auch lieben kann, wie ich bin? Was brauche ich, um mehr Mitgefühl auch mir selbst gegenüber zu entwickeln? Und ich glaube, da ist auch immer so der Spagat zwischen, ich merke, ich drücke mich vor etwas, weil es außerhalb von meiner Komfortzone ist und da bei mir alle Alarmsignale
schrillen, weil ich mich da irgendwie bewegen müsste. Und wirklich auf dich eingehen in den Momenten, wo dir einfach nicht danach ist. Ich glaube, diese Momente kennen wir ja alle und auch gerade bei uns Frauen ist es auch noch zyklusabhängig, oder? Da wir können einfach nicht an jedem einzelnen Tag dieselbe Leistung bringen und da auch mal zu sagen, okay, es ist jetzt gut so, es ist okay so. So wirklich in dieses Mitgefühl dir selbst gegenüber zu gehen. Und ich glaube, was ich dir auch unbedingt mitgeben möchte, ist, solange du diese Brille aufhast, dass du zu wenig gut bist, dass du falsch bist oder dass es besser wäre, wenn du anders bist, solange wirst du auch immer die Bestätigung dafür finden. Solange wirst du immer die Bestätigung im Außen finden, dass du es nicht gut genug gemacht hast, dass du mehr könntest, dass es falsch ist. Aber du hast die Wahl, diese Brille auszuziehen und dir eine neue Brille aufzusetzen. Wirklich so diese Brille von wow, cool. Ich suche jetzt einfach mal nach Bestätigung, dass ich okay bin, so wie ich bin. Dass ich gut bin, so wie ich bin. Dass ich mich lieben kann, so wie ich selbst bin. Und da auch so das Gefühl für dich selbst zu entwickeln. Was brauchst du? Was hilft dir weiter? Wann brauchst du vielleicht eher mal eine halbe Stunde einfach nur für dich selbst? Wann brauchst du Bewegung? Und ja, ich bin wirklich davon überzeugt, je mehr du bei dir selbst auch bist und je respektvoller du mit dir selbst umgehst, desto respektvoller werden eben auch andere zu dir sein. Und in dem Moment, wenn du wirklich voll bei dir bist, gibt dir das plötzlich auch wieder andere Kapazitäten, auf andere eingehen zu können. Weil du, ich stelle es mir dann wie so vor, dein Pendel schlägt dann nicht mehr wie wild aus nach links und rechts, sondern es ist einfach zentriert. Und in dem Moment, wo du zentriert bist, hast du auch die Möglichkeit, dann wieder deine ganze Aufmerksamkeit und deine Energie deinem Gegenüber zu geben, weil du nicht ständig denkst in dir, es ist gut, nein, es ist schlecht, nein, es ist gut, nein, es ist schlecht, sondern weil du einfach dir selbst die Erlaubnis gibst, es ist okay, so wie es ist. In dem Moment kannst du deinen Blickwinkel wieder nach außen richten und deine Aufmerksamkeit auch anderen schenken. Ja, und wie gesagt, ich glaube, wir haben zu jeder Zeit diesen Handlungsspielraum, der uns diesbezüglich auch Handlungsmöglichkeiten bietet. Du kannst nur anderen Grenzen setzen, wenn du selbst weißt, was du brauchst, wenn du selbst weißt, wo deine Grenzen sind. Und ich glaube, dafür muss man sich selbst kennen und dafür darfst du auch dein eigenes Denken über dich selbst ab sofort verändern. Und ich glaube, nur schon zum Beispiel auch so kleine Reminder auf dem Spiegelschrank oder irgendwo an deinem Computer angeheftet, ich bin gut, so wie ich bin oder ich bin liebenswert, so wie ich bin, kann dir helfen, so wie diesen anderen Muskel auch zu trainieren. Bis jetzt hast du vor allem trainiert, ich bin falsch oder ich bin nicht richtig oder es wäre besser, wenn oder es ist falsch, dass ich das und das mache. Und indem dass du anfängst, wie so diese andere Seite auch zu trainieren, wirklich auch das Bewusstsein zu schaffen, wann bin ich denn nicht bei mir, wann bin ich denn in einer negativen Bewertung über mich selbst und da dem wirklich auch so Gegensteuer zu geben, indem dass du dir in diesem Moment sagst, ich bin okay, so wie ich bin.
Und vielleicht auch mal dich auf ein Gedankenexperiment einzulassen. Ja, was ist denn überhaupt das Beste, was du über dich selbst denken kannst? Wo sind da momentan so deine Denklimiten über das, was du über dich selbst denkst? Und ich glaube, da kannst du auch ganz viel rausholen, indem dass du diese Denklimiten oder dieses positive Denken über dich selbst immer wieder erweiterst. Und zwar noch weiter in den positiven Bereich. Also wirklich frag dich mal, was ist denn das absolut Beste und Positivste, was du über dich selbst denken kannst? Und du hast auch immer die Möglichkeit, wie schon vorher gesagt, Gedanken zu unterbrechen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Input, da immer und immer wieder auch anzuhalten und sagen, halt, stopp, will ich denn das wirklich über mich denken? Will ich denn wirklich über mich selbst denken, dass ich das nicht kann, dass ich das nicht schaffe, dass ich das nicht wert bin, dass es andere besser können? Und versuch mal einen ganzen Tag einfach nur liebevoll mit dir selbst zu sein. Such dir mal einen Tag in deiner Agenda raus, wo du dir das wirklich ganz bewusst und konkret zum Ziel setzt. Wo du wirklich schon morgens schaust, okay, was brauche ich jetzt, um liebevoll, verständnisvoll, respektvoll mit mir selbst zu sein? Und mach es wie in einem Experiment und schau mal, was bei dir passiert. Und ich glaube, mit all diesen verschiedenen Inputs schaffst du es vielleicht irgendwann auch so, das zu deiner Normalität zu machen, dieses Experiment auszubauen, indem dass du es auf 2 Tage erweiterst oder 5 Tage, indem dass du liebevoll zu dir selbst bist, bis es irgendwann zu deiner Normalität wird. Du kannst zum Beispiel auch, was super einfach, super effizient und super effektiv einfach auch ist, ist jedes Mal, wenn du dich selbst in einem Spiegel siehst, dich bewusst anzuschauen und dir bewusst etwas Nettes zu sagen. Es ist verrückt, dass wir uns so viel selbst anschauen, aber trotzdem nicht wirklich anschauen, sondern nur schauen, okay, wie sehe ich denn nach außen hin aus? Das war wie mit dem Post, den ich dir am Anfang des Podcasts gesagt habe, den ich da mal gemacht habe. Aber nimm dich wirklich mal ganz bewusst selbst im Spiegel wahr. Wer bist du? Wer steckt dahinter? Was brauchst du jetzt gerade für Worte, dass es dir noch besser geht? Und etwas, was ich auch meinen Kundinnen ganz oft mit auf den Weg gebe, ersticke nicht all deine Ideen und Pläne immer gerade sofort direkt im Keim, sondern gib dem auch eine Chance. Lerne über dich, was es braucht, damit das noch mehr in dir leben kann, noch mehr in dir zum Aufblühen kommen kann. Und ja, wirke so deine Gedanken und Pläne nicht immer sofort direkt ab, weil es hat in dem Moment etwas mit dir zu tun, weil sonst wäre es nicht in deinem Leben. Und frage dich so, ja, was ist denn so die Message, die Botschaft dahinter? Ich hoffe, ich konnte dir einen Einblick in dieses super wichtige Thema geben, ein paar Denkanstöße mit auf den Weg geben, wie du vielleicht auch anders dich anschauen kannst, mit dir umgehen kannst. Und wenn dich dieses Modul noch mehr interessiert, dann kann ich dir sagen, ist das auch ein Teil im Female Power Coaching Programm. Ich habe das jetzt ganz neu überarbeitet. Neu wird die Begleitung über 6 Monate gehen.
Und alle Erfahrungen, die ich über die letzten 2 Jahre sammeln durfte mit meinen Kundinnen, fließen wirklich so in dieses neu definierte Programm ein. Die Homepage dazu ist auch schon aktiv. Schau da unbedingt mal rein, www.femalepower.com/coaching-programm. Und ja, da ist dieses Thema wirklich auch ganz, ganz wichtig, um für dich selbst weiterzukommen, um für dich selbst einen Unterschied zu machen. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann lass mir unbedingt eine 5-Sterne-Bewertung da und schick mir einen Printscreen davon, weil dann nimmst du automatisch an der Verlosung teil für einen Platz in der Female Power Community. Ich verlose einen Platz unter den Bewertungen für die nächsten 6 Monate, wo du dann auch monatlich an den Female Power Calls teilnehmen kannst, wo du einfach ein Teil wirst dieser wertvollen Community mit meinen Kundinnen, wo ihr euch auch gegenseitig unterstützen und weiterbringen könnt. Wenn du diesen Platz möchtest, dann, wie gesagt, schick mir doch einen Printscreen von deiner 5-Sterne-Bewertung. Und auch sonst interessiert mich dein Umgang mit dir selbst. Sag mir doch mal, wie gehst du normalerweise mit dir selbst um? Wie sprichst du mit dir? Würde mich wirklich sehr interessieren. Und ich wünsche dir noch eine wunderbare Zeit bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich schon jetzt drauf. Alles Liebe für dich und bis bald.